kann mich an das Gefühl als kleiner Junge erinnern, wo ich dachte, die Erwachsenen seien uncool, und habe damals schon daran gedacht, wenn ich erwachsen bin, dann will ich nicht uncool sein. Aber ich glaube, ich bin uncool. Baden in irgendwelchen hirnverbrannten Sachen, um Klicks zu generieren, das ist ja nichts Neues. Katja Krawitsche, Leipzigs erfolgreichste YouTuberin, also die, die aus meiner Stadt kommt, hat ja vor kurzem einfach mal in Kondomen gebadet. Oh, ich hab schon mal Kondom aufgeschrieben. Das ist so geil, was? Yeah. Oder ein gewisser Alex V. in 1000 Tampons. Guck mal, alles so was Geiles hast du noch nie erlebt, ey. Nee. Taub mein Tampon. Leute, sowas wollte ich immer schon mal machen. Immer mal so für da so ein Bauchplatz, also. Das ist so dabei. Alles ganz schön hirnverbrannt, aber hey, wir haben auch dumme Sachen gemacht als Kinder. Aber wie kommt man denn auf die Idee, in Leichenteilen zu baden? Ja Leute, wir haben uns einfach gedacht, wir baden in fucking Chicken Wings. Wir waren eben kurz vor Ladenschluss bei KFC und haben einfach gesagt, gebt uns all eure Reste. Jedenfalls haben die uns jetzt all deren Reste gegeben. Also heult nicht rum, dass es verschwendet ist oder so, weil die hätten das eh weggeworfen. Also wir machen nur was Gutes, Leute. Yo Mann, klar, ich hab's ganz krass gecheckt, ich hab's voll verstanden, du machst nur was Gutes und so, ne? Wenn du auch nur 2 Sekunden gegoogelt hättest, Miguel Pablo, dann hättest du erfahren, dass KFC sich für die Tafel einsetzt. Das bedeutet, wenn du das Essen nicht mitgenommen hättest, dann wäre es an die Tafel gegangen. Das sind Leute, die sich für andere Menschen einsetzen, die nichts zu essen haben und die froh wären, dann noch was Essbares am Abend vorgesetzt zu bekommen. Du bist der Gute. Na klar. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Schwimmen. Es geht jetzt baden. Ja. Warum? Warum machen wir das? Du verdienst dein Geld damit, dass Leute über deine hohlen, abgestumpften und auf Leid anderer Lebewesen basierenden Witze lachen. Du möchtest ganz viel Geld verdienen, weil du denkst, dass dein Leben damit glücklicher wird. Du willst erfolgreich sein, damit du ein Top-YouTuber wirst. Und da bist du auch in deinen ganzen Videos immer am Grüßen anderer großer YouTuber, die du noch nicht mal getroffen hast. Du möchtest Ruhm und du denkst, das macht dich zu einem glücklicheren Menschen. Deswegen machst du solche dummen Sachen, Pablo. Das Chillige ist, man kann einfach so chillig liegen und einfach über das Leben nachdenken. Wie geil das Leben ist. Ja, das Leben ist so geil. Und deswegen vernichtest du auch das Leben, indem du nicht nur Fleischprodukte besinnungslos in dich reinstopfst, sondern sogar darin badest. Wie perfide und wie skurril mutet diese Situation an. Ein junger Mann badet in Leichenteilen und sinniert darüber, wie geil das Leben ist. Nein, ich bin wirklich, wirklich nicht cool genug. Jedenfalls hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, falls der Fall ist. Nein, es muss dich zwar unten in der Infobox verlinken, weil ich Ausschnitte von deinem Video genutzt habe, um die Menschen zu informieren, aber ich rufe alle Menschen mit Verstand dazu auf, nicht solche, nehmt ein Adjektiv eurer Wahl, solche YouTuber zu unterstützen. Warum gebe ich dem Schund trotzdem noch eine Plattform? Da ist ein Gespräch mit Hannah schuld. Denn wenn ein YouTube-Kanal eine gewisse Größe erreicht hat, dann sind wir beide zu dem Schluss gekommen, dann ist es der falsche Weg, einfach wegzuschauen. Dann muss man die Menschen, die solche Kanäle konsumieren und diese damit unterstützen, aufrütteln. Dann muss man ihnen sagen, welchen Unsinn sie damit unterstützen. Mit jedem Klick und mit jedem Daumen unterstützt ihr solche Kanäle. Und nein, ich meine nicht einen Daumen nach oben, auch einen Daumen nach unten. Unterstützt diesen Kanal. Es wird als sogenanntes Engagement gewertet. Das bedeutet, der Zuschauer ist aktiv auf YouTube geworden und fühlt sich in irgendeiner Weise angesprochen von dem Content. YouTube ist es da total egal, ob ihr positiv oder negativ bewertet. Das interessiert nur den, wenn es den interessiert, den Macher des Kanals, weil er hat eine Rückmeldung. YouTube sieht nur, ihr bleibt auf dem Kanal, ihr seid in irgendeiner Weise, Engagement heißt sowas wie, ihr seid da, mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein, es geht darum, verbunden zu sein mit dem Kanal oder
animiert sein, da etwas zu tun oder sich damit auseinandersetzen. Ihr verweilt auf diesem Kanal, ihr seid in irgendeiner Weise damit verbunden mit dem Content, der euch da präsentiert wird. Ne? Und das ist egal, ob ihr negativ oder einen positiven Daumen setzt, ist vollkommen egal, das ist was Positives für den Kanal. Es gibt ganze Kanäle, die nur da auf Hater aufgebaut sind. Zum Beispiel der Drachenlord oder auch dieser, hier seht ihr, dieser schwachsinnige Kanal, den Hanna jetzt vor kurzem mal, keine Ahnung, ich bin gleich wieder da. Tanzverbot, genau, der Tanzverbot, das ist auch so, die sind darauf aufgebaut, die wollen nur provozieren. Ne? Ich werde jetzt erstmal baden gehen mit meinem selbst hergestellten Badezusatz. Wer das Video noch nicht kennt, der kann sich das hier mal anschauen. Ja, macht's gut und wir sehen uns morgen wieder. Bleibt bewusst und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ciao.